unter die Grünen ist dann halt eigentlich eine noch größere Abhängigkeit vom russischen Gas auch entstanden. Servus und hallo bei Bianca Klinger. Heute nehmen wir den Green New Deal genauer unter die Lupe und wir beschäftigen uns mit der Frage, ist das Ganze realistisch? Es gibt nämlich ein paar Widersprüche und die möchte ich euch zeigen. Und der Punkt Energie, das wird ein eigener sein, mit dem werden wir uns ganz genau beschäftigen. Und außerdem werde ich euch am Schluss noch erklären, warum ich hoffe, dass die Widersprüche ganz einfach bleiben und man das Ganze nicht ganz, ganz streng umsetzt. Und wenn euch Details dazu interessieren, dann unbedingt dranbleiben. Auf der europäischen Seite sehen wir die sehr, sehr ehrgeizigen Ziele der EU. Bis 2050 sollen die Greenhouse-Gase bei Null liegen, also die Emissionen, die daraus resultieren. Das wirtschaftliche Wachstum soll nicht mehr gekoppelt sein an die Nutzung von Ressourcen. Und es soll keine Person und kein Platz zurückgelassen werden. Ja, gerade den letzten Satz kann ich leider nicht ganz ernst nehmen, weil das war leider im Laufe der Geschichte noch nie so. Das wird wahrscheinlich auch nie möglich sein. Es wird immer ein paar geben, die haben mehr Geld und es wird welche geben, die haben weniger. Man könnte vielleicht sagen, womöglich möchten sie, dass es halt nicht eine extrem ungleiche Verteilung gibt. Aber gut. Hier geht es um die Vorzüge des European Green Deals. Frische Luft, sauberes Wasser, gute Böden, Biodiversität und so weiter. Und dann haben wir auch Cleaner Energy, also saubere Energie, Cutting Edge, Clean Technological Innovation und so weiter und so fort. So, das Ganze spießt sich jetzt schon einmal ein bisschen. Ich weiß, was gemeint ist, da brauche ich nur mal so ein bisschen beim World Economic Forum schauen. Das ist ja auch eine Institution, die auch sehr für diesen Green Deal wirbt. Also es gibt ja ein paar so Interessensgruppen, die sich dafür einsetzen. Eins davon ist das World Economic Forum, das andere ist die Demokratische Partei in den USA, das andere ist die EU bei uns, also die zumindest gerade am Ruder sitzen und so weiter und so fort und auch natürlich die Medien, die halt das auch sehr propagieren. Ja, gut. Und hier steht zum Beispiel beim World Economic Forum, dass die erneuerbaren Energien bis 2050 die ganze Welt betreiben könnten. Und dann wird so ein Szenario quasi angeführt, wie die Zukunft aussehen soll. Und es ist wie immer, schauen halt dieses Szenario beim World Economic Forum alles so super aus. Aber ja, meine Beziehung zum World Economic Forum ist natürlich nicht ganz objektiv, weil die halt damals auch ganz harte Propaganda geschaltet haben, eben auch für diese Vaccine Mandates, für diese Impfpflichtsmandate. Also hier haben ja schon die Trucker protestiert in Kanada gegen die Impfpflicht. Da war halt die Frage, ob diese Vaccine Mandates die Menschenrechte gefährden oder halt verletzen. Und dann steht probably not, also wahrscheinlich nicht, sagen Experten. Ja, wäre interessant, wer diese Experten sind, aber gut. Wie auch immer, das klingt alles total super, wenn wir jetzt zurückgehen mit den erneuerbaren Energien. Ein Thema, was eben auch da angesprochen wird, ist, dass man 4 bis 7 Millionen Tote durch die Luftverschmutzung einsparen könnte, die, also jährlich versterben die an Luftverschmutzung. Ich habe übrigens auch einen Teil vom Schwabs Buch gelesen. Das ist der große Umbruch. Da geht es zum Beispiel auch darum, das ist auch interessant, weil das war in den Medien nie, da sagt der Klaus Schwab immer, dass halt quasi die Leute noch mehr von Corona betroffen sind, die halt in Teilen wohnen, wo es halt mehr Luftverschmutzung gibt. Also dass halt die dann auch mehr Probleme haben mit der Lunge. Nachprüfen kann ich nicht, ob es stimmt, aber das war zumindest immer wieder in seinem Buch drinnen. Und was ist eben mit erneuerbaren Energien gemeint? Da steht hier Wind, Wasser und Solarenergie. So, und da hat jetzt die EU schon mittlerweile ein sehr, sehr großes Problem bekommen. Also grün ist ja mittlerweile sehr modern geworden. Das ist, hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Ein sehr, sehr großer Grund ist wahrscheinlich, dass dieses Klimathema sehr häufig jetzt auch immer in den Medien vorkommt. Und das hat mitunter eben auch dazu geführt, dass zum Beispiel die Grüne Partei wesentlich
mehr Wählerstimmen gewonnen hat, eben auch zum Beispiel hier in Österreich. Ähnlich ist es auch in Deutschland, dass dann die Grüne Partei viele bekommen hat und die wollten eben dann aus Kohle aussteigen, aus Atomkraft und so weiter. Und das hat wiederum dazu geführt, dass man nämlich noch abhängiger wurde vom russischen Gas. Weil halt dann man dann gesagt hat, ja, also Kohle ist quasi halt noch ein größerer Luftverschmutzer, weil dadurch so viel CO2 in die Atmosphäre kommt und deswegen ist das russische Gas sauberer. Und die erneuerbaren Energien wie Wasser, Wind und so weiter waren offenbar noch nicht genug, um hier ganz Deutschland zu versorgen. Oder vielleicht war das Ganze auch zu unsicher, weil man muss ja wissen, es ist nicht immer gleich viel Wind da, genauso wenig wie nicht immer gleich viel Sonnenenergie da ist. Also ich bin da kein Energieexperte, aber ich kann mir vorstellen, dass das teilweise nicht so einfach da zu lenken ist. Und vor allem, wenn dann auch noch fast jeder, also immer mehr Haushalte dann auch noch ihre eigenen Anlagen haben, die dazukommen und dann vielleicht auch Energie einspeisen, da gibt es vielleicht an manchen Tagen dann voll viel Energie und dann wieder zu wenig. Aber ja, wie gesagt, ich bin kein Energieexperte. Das wäre eh interessant, wenn sich hier wer besser auskennt, gerne auch reinschreiben. Aber wie gesagt, unter die Grünen ist dann halt eigentlich eine noch größere Abhängigkeit vom russischen Gas auch entstanden. Und jetzt ist ja wieder die Debatte da, dass man eben zum Beispiel Kohlekraftwerke wieder anwirft und so weiter. Also man hat jetzt mit dieser ganzen grünen Ideologie hat man halt weniger auf den Teil Abhängigkeit geschaut und dass man energieautark wird. Das Ding ist aber natürlich, dass Energie ein Kernpunkt ist, um ein Land friedlich und sicher zu halten. Weil wenn die Energie weg ist, fällt die Wirtschaft und dann bricht quasi das System zusammen. Und meistens ist das dann auch eine sehr gefährliche Lage für die Regierungen. Und was jetzt auch ist, also weiterer Kritikpunkt bei diesem grünen Energie, das ist als auch das Moment noch so ist, dass halt viele dieser Photovoltaikanlagen eigentlich auch in China hergestellt werden. Das heißt, dadurch entsteht wiederum die nächste Abhängigkeit. Im Moment ist das ganze Szenario, was das World Economic Forum da voraussagt, nicht realistisch. Es bringt uns sogar auch eher in eine unangenehme Lage. Beim World Economic Forum war es ja wie gesagt so, dass man im Wind, Solarenergie und Wasserkraft hier als erneuerbare Energien gezählt hat und ich gehe davon aus, dass das grundsätzlich das Ziel gewesen wäre, dass man halt nur auf diese Energieformen aufbaut. Und jetzt ist es schon so, dass die EU eben auch schon ein bisschen trickst. Also Atomkraft wird halt dann auch grün. Atomkraft hat nicht so viel CO2-Ausstoß. Es ist auch günstiger als der Ausbau der erneuerbaren Energieformen. Ich persönlich muss ehrlich zugeben, bin kein großer Fan von Atomkraftwerken, weil ich dann immer zurückdenken muss an Tschernobyl und was da passiert ist. Und auch, es reichen ja schon mal jetzt die Medienberichte, sobald irgendwo man wieder näher rückt einem Atomkraftwerk, fangen alle zu schwitzen an bei kriegerischen Handlungen. Und wenn ein Krieg droht, weiß man halt dann nicht, wie es mit den Atomkraftwerken ausschaut. Weil das muss ja nicht einmal absichtlich passieren, sobald irgendeine Bombe oder wo einschlägt. Wie schaut es dann aus? Ist dann das Land eine Zeit lang verseucht? Beim Kohlekraftwerk, wenn dort eine Bombe einschlägt, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich nicht alles verseucht sein für die nächsten Generationen. Ja genau, und Gas wird jetzt auch grün, wobei ich sagen muss, das finde ich gut, weil beispielsweise an der Uni Leoben gibt es auch neue Innovationen zum Thema Fracking. Da ist auch Artikel erschienen mit grünem Fracking aus der Gaskrise. Also es ist jetzt nicht nur so, dass im Bereich Solarenergie und so neue Innovationen sind, sondern auch hier. Und außerdem gibt es in Niederösterreich auch Gasvorkommen in Österreich. Bisher hat sich das wahrscheinlich nicht ausgezahlt, dass man die anzapft. Das russische Gas war wahrscheinlich rentabler, aber möglicherweise wäre es ja eine Überlegung wert, dass man das mal macht. Gut, jetzt noch ein paar weitere Punkte, die da versprochen werden. Also ein paar Dinge, muss ich sagen, finde ich ja auch gut. Eben, dass man zum Beispiel Gebäude renoviert und energieeffizient macht. Ja, es kommt natürlich dann immer alles auf die konkrete Umsetzung an.
Dann, was ich sehr gut finde, ist, also, dass man auch wieder Produkte baut, die länger halten. Durch den Kapitalismus, den wir halt jetzt gehabt haben, war halt die andere Extremform, nämlich, dass manchmal sogar gewollt war, dass man Produkte möglichst kurzlebig macht, damit eben die Leute wieder was Neues kaufen. Ja, also das ist gut. Dann gesunde und leistbares Essen. Gesund an sich klingt ja gut. Beim Thema leistbar muss ich sagen, also jetzt, was jetzt gerade passiert, ist ja wieder genau das Gegenteil. Weil ja zum Beispiel die EU auch eine Verknappung möchte. Plus haben wir noch die Inflation, die importierte zum Teil auch. Also im Endeffekt steigt jetzt gerade alles, inklusive der Lebensmittel. Und dann, wie gesagt, möchte die EU ja das Angebot auch noch verknappen. Also genau das Gegenteil. Die Lebensmittel werden gerade viel, viel teurer. Also verstehe nicht, inwiefern das da mit diesen Zielen übereinstimmt. Ja. Jobs und Fähigkeiten für die Zukunft antrainieren, okay, lassen wir so stehen. Dann mehr öffentliche Verkehrsmittel. Klingt an sich ganz gut. Man darf aber, glaube ich, auch nicht ganz auf die ländliche Bevölkerung vergessen, weil da wohnen die Leute halt so verstreut bei uns, dass die auch auf ein Auto angewiesen sind, weil bei den wenigstens wirklich die Bushaltestelle direkt vor der Haustür liegt. Und man könnte dann zwar schon sagen, dass man vielleicht ständig Busse irgendwo in jedes kleine Mini-Dörfchen herumkutschieren lässt, aber das ist halt dann überhaupt nicht rentabel, da ist noch gescheiter, die Leute haben ein Auto. Also, ja, gut. In der Stadt macht es natürlich mehr Sinn. Und dann eben steht auch noch eine global wettbewerbsfähige und resiliente Industrie. Da muss ich nochmal nach oben gehen. Wettbewerb und keine Person und kein Platz soll zurückgelassen werden. Das ist eigentlich ein Widerspruch, weil bei einem Wettbewerb gibt es immer Gewinner und Verlierer. Ja, ein paar Widersprüche gibt es. Nicht alles ist schlecht. Genauso wenig wie nicht alles wahrscheinlich gut ist. Ich muss ehrlich sagen, mir ist lieber, man schummelt ein bisschen bei dieser ganzen grünen Energie, eben dass dann Atomkraft oder was weiß ich, wobei Atomkraft bin ich ja kein Fan davon, oder Gas auch grün ist, ist mir lieber, als wie man verrennt sich da in irgendeiner Ideologie und dann macht man wahrscheinlich mehr kaputt, als was es bringt. Ein Beispiel, was mir da im einfällt, ist halt gerade das mit diesen Bauernprotesten. Das zeugt einfach von einer sehr radikalen Umsetzung, die man sich da irgendwie in den Kopf gesetzt hat, um diese Ziele zu erreichen. Und irgendwie sind halt auch die lokalen Politiker in der Zwickmühle. Weil einerseits sollen sie diese Ziele erfüllen, andererseits müssen sie das aber auch umsetzen. Und viele Sachen sind nicht so leicht umsetzbar in der Realität. Das heißt, die nationalen Politiker werden teilweise vollkommen auch verheizt, muss man sagen. Ja. Und das ist jetzt so ähnlich eben bei diesem grünen Deal. Und ein bisschen erinnert es mich auch eben an die Sache mit diesen Impfpässen und so weiter. Ja, weil das Ganze ist ja jetzt auch nicht, hat sich ja nicht jeder lokale Politiker da einzeln überlegt, sondern es ist schon von internationaler Ebene gekommen und dann sind halt manche noch weitergegangen, eben wie zum Beispiel die Politiker in Österreich, die gemeint haben, sie müssen jetzt vielleicht extrem Musterschüler sein oder weiß ich nicht was. Und das ist halt ein bisschen gefährlich, würde ich sagen, auch für den sozialen Frieden. Aber gut, lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr jetzt von einem Green Deal hält. Bitte nett bleiben, weil YouTube, also die meisten, die Kommentare, die ich erhalte, die werden nicht angezeigt. Das ist leider so. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss und wir sehen uns.